Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Bros. Wonders. Ja, beim letzten Mal haben wir Klein Bowser Jr. wieder in seinen kleinen Hintern getreten. Wahrscheinlich das letzte Mal. Haben den Endkampf so gesehen freigeschaltet, aber wir wollen ja erstmal die Magmatiefen hier zu Ende erkunden. Deswegen sind wir hier noch und wir können hier direkt erstmal mit einer Magma-Arena starten. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist hier am besten? Ich würde sagen, ich nehme die Seifenblase einmal mit. Laufe aber als Elefant rum. Zuerst. So, wir müssen ja schnell sein. Okay, weiter. Okay, das war's mit meinen Power-Ups. Das hätte man auch besser schaffen können. Ich muss hier ohne Power-Ups durchschaffen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche hier doch Power-Up, aber... Ja gut, jetzt kann ich eher eins neu holen. So, Feuerwerk. Oh, ein neues Feuerwerk. Als ob ich jetzt warte, bis das platzt. Okay, nur noch einer. Schöne Stampfattacke. Bitte sag, dass ich jetzt nicht drüber bin. Okay, wir haben es locker geschafft. Alter, da habe ich ja mal ein bisschen zu viel Gas gegeben. Ich habe ja noch 20 Sekunden übrig gehabt. So, Wellengang im Lavatunnel. Das war ein fieser Troll. Ich nehme jedes Power-Up. Ich wollte in die Röhre rein. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich die Röhre gebraucht hatte. Dass es hier zwei Optionen gab. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach nur überleben. Gut, das ist relativ leicht zu dodgen. Also wenn das nicht schneller wird, ist das easy. Das war mega einfach.
Ich hatte noch zu viel Schwung. Okay, ich bin wieder hier. Schau mal, ich bin eine Wunderblume. Das Wunderding haben wir sowieso, deswegen wollte ich ihn mal rausholen. Dachte mir, vielleicht passiert hier was Lustiges. Ernsthaft? Okay, das habe ich schon mal mitgenommen. Ich habe Angst. Reden wir nicht drüber, wie ich an der Stelle gerade eben verreckt bin, ne? Das 1-Up Katze behalten Spiel. Das hier nennt man übrigens Hide-Consuming, Leute. Ernsthaft? Meine Güte, Leute, ne? Ich bin jetzt schon wieder hier. Ich sterbe hier am laufenden Bande auf die dümmsten Art und Weisen. Ich habe jetzt den Rettungssprung mitgenommen. Und das war eine weise Entscheidung. Ich bin jetzt so oft so dämlich hier verreckt, weil ich oftmals... Nee, ich will das Teil haben. Vergiss es. So, ich bin wieder hier. Ich habe jetzt mal den Rankenschuss mitgenommen. Und die Flagge nicht geholt. Ich hole die Flagge offscreen. Mir ist das jetzt so doof. Dieses Level mochte ich überhaupt nicht. Weil man konnte hier so dämlich an der Decke die ganze Zeit sterben. Was für ein dämliches Level. Zeugen alter Zeiten. Erstmal hole ich mir meinen Pirouettensprung. Wisst ihr was, Leute? Ich versuche eben kurz noch hier die Flagge jetzt zu holen. So, Leute. Ich habe jetzt hier die Flagge geholt. Ich habe das jetzt mit der falschen Mütze gemacht. Das ist so ein Ranzlevel. So, wir haben vom Prinzip her hier unten offenbar nur noch zwei Level vor uns, ne? Zeugen alter Zeiten und das, was da hinten ist. Ja, das kennen wir ja schon. Ach, die. Die kennen wir doch. Oh, danke für das Geschenk. Hier ist meins. Ja, die Zähnemünze ist geschenkt. Oh, noch ein Secret Exit gefunden. Vielleicht war es auch intended. Ja, es war intended, dass ich hier lang gehe. Okay, es bewegt sich, Leute. Es bewegt sich. Ich kann verhindern, dass die Vögel zu mir reinkommen. Und alles andere. Dank der Seifenblasen. Macht das Level, glaube ich, auch erheblich einfacher. Ich weiß nicht, ob das, was ich gerade getan habe, richtig war. Das jedenfalls nicht. Ich glaube, ich hätte drin bleiben sollen. Jetzt will ich den außen. Wirkt das Level irgendwie ein bisschen geschenkt.
Was? Checkpoint? Was kommt jetzt? Es ist wieder zum Leben erwacht. Guckt euch diesen majestätischen Drachen an. Oh, Secret Exit tatsächlich. Das heißt, ich muss hier nochmal rein. Naja, was heißt Secret Exit, ne? Könntest du mich bitte nicht versuchen abzuschieben? Danke. So ein majestätischer Drache. Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen! Das war fies. Oh. Der versucht mich loszuwerden. Er will mich abschieben. Hallo? Und er dreht hier ein Rundenchen. Und jetzt ist er wieder tot. Geschafft. Jetzt muss ich aber die andere Flagge noch holen. Auch wenn ich mir nicht vorstelle, dass die wichtig ist, ich hole die Flagge trotzdem eben kurz. So, ich bin wie in der hier. Wir nehmen jetzt hier das Exit. So, jetzt habe ich wenigstens an beiden Stellen die Flagge geholt. So, und es ist an der Zeit, das hier zu holen. Was auch immer es ist. Abzeichen Test, Profi-Jet-Antrieb. Och nö, den Jet-Antrieb mag ich doch gar nicht. Stimmt ja eigentlich, mir fehlen noch ein paar von diesen Ultra-Dingern, obwohl ich die ehrlich gesagt eher Handicap finde. Stimmt ja, ich kann die, das Ding da ja hochlaufen. Super gemacht. Ich schaff das noch. Oh, 20 Versuche später habe ich es mal geschafft, das Ding zu sammeln. Wozu kriege ich hier einen Pilz? Ist doch null Gefahr. Ich glaube, das war die falsche Richtung. Ja, ich muss hier nochmal rein. Okay, diesmal habe ich nicht die erste Röhre genommen. Sondern die wichtige zweite. Und geschafft. So, weiter. Nein, will ich nicht. Ich mag die Dinger nicht, die Expertendinger. Unsichtbarkeit auch noch? Oh, komm. Die Unsichtbarkeit ist kein Booster. Das ist schrecklich. Seht ihr mich? Ich sehe mich nicht. Ich sehe ihn nur, wenn ich aufditsche. Vor allen Dingen auch noch mit gar keinen Hintergrund, ne?
Richtig fies. Ist mehr Handicap als alles andere. Aber schön, dass der mich zumindest sieht. Okay, jetzt kann ich mich wenigstens erkennen. Ich weiß, ich bin die Wolke. Und dieses Wissen hilft mir. Wo ist das hilfreich? Also ich mich jetzt gerade aber frage, wo sind eigentlich die letzten Abzeichen? Also klar, eins können wir hier unten kaufen, das wissen wir. Ich will es nicht verwenden. Und wir wissen ja, weil das so ein Stärkungsabzeichen ist, dass wir noch zwei Stärkungsabzeichen kriegen können. Uns fehlen dann noch drei Expertendinger. Wo kriegen wir die her? So, jetzt kann ich nur noch hüpfen, ne? Ja. Boing. Ja, ihr seht den recht Control-Stick-Simulator. Ich drücke einfach nur nach rechts und das ist das gesamte Spiel. Alter. Ich komm nicht da hoch. Ich hasse es. Ich hab die Plattform verfehlt. Okay, ich hab das Ding. Die Hölle habe ich geschafft. Ja, macht die Plattform noch kleiner, ey. Mach sie noch kleiner. Hölle. So, was erwartet mich jetzt links für eine Hölle? Ah, ich habe alle Wundersamen hier gefunden. Danke. 100 Blumenmünzen. Und da ist das Ding zur Spezialwelt. Einen Moment, erstmal will ich zu ihm hier. Dann habe ich keine Begründung, nochmal hier hinzukommen. So, das Münzmagnetding haben wir. Und folglich dann damit dann auch alle Sachen. So, dann beam ich mal da hoch. Wir haben ja nur eine Spezialwelt hier jetzt noch, ne? Ich würde einfach sagen, wir machen die Spezialwelt noch. Danke. Okay, ich bin diese Stachelkugel. Das konnte ich ja schon vom Bild her sehen. Ich glaube, zeitlich gesehen habe ich schon verkackt. Oh, irgendwie habe ich es noch geschafft. Bin kacke gesprungen. So, die Münze hier mitnehmen.
Okay, wir haben's. Ich habe mal sicherheitshalber den Rettungssprung dabei. Oh, mein alter Drachenfreund. Okay, mein Rettungssprung bringt hier nichts. So, ich bin wieder hier. Und hab die Münze. Okay, geschafft. Seh das versteckte Ding. Danke dafür. Muss ich das Ding nur im richtigen Winkel treffen. Und geschafft. Für die Spezialwelt war relativ einfach tatsächlich. Im Vergleich zu den anderen. Jetzt sollten wir hier doch eigentlich auch so langsam alle Wundersamen haben. Nee, es fehlt noch hier nach unten. Stimmt, in der Wasserwelt haben wir ja noch nicht. Ja gut, ne? Wir können uns ja zu den Blüteninseln hin teleportieren. Ist ja egal, wohin, genau. Ich teleportiere einfach schon mal nach hier unten. So, dann sind wir jetzt schon mal im Bereich. Wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.